Und ich sage Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Teil Unter die Lupe genommen. Heute ist nur Kram an der Reihe und wir stürzen uns auch gleich rein in den Kanal. Ich fange mal mit dem Banner an. Da hast du nurkram.de. Wer das Normale erwartet, ist selber schuld. Was ich sehr schön finde, ist, dass man hier einfach gleich dein... Ja, du hast einfach den Link von deiner Internetseite, da komme ich nachher bei den Bonuspunkten dann noch drauf zu sprechen, mit drin. Wer das Normale erwartet, ist selber schuld. Und dann mit einem Minecraft-Gesicht, das bringt mich doch jedes Mal wieder zum Schmunzeln, weil das ja doch ein sehr häufig Let's Playtes Spiel ist. Aber wer deine Videos guckt, sieht, du hast recht. Wer das Normale erwartet, ist einfach selber schuld. Dein Banner, der hier drin ist, da steht jetzt Pesti drauf und der Kanal heißt auch Pesti von nurkram.de. Ich mache nochmal den Avatar ein bisschen größer. Der gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Ich würde eventuell überlegen, ob du den Namen rausnimmst, weil das irritieren kann durchaus, wenn da nur Kram ist und dann das... Pesti in dem Avatar. Also ich würde überlegen, ob du den Namen da rausnimmst. Ich finde es jetzt nicht besonders dramatisch. Man sieht den Avatar und man erkennt ihn auch wieder. Also das finde ich schon okay. Den Namen würde ich halt wahrscheinlich, ich würde ihn wahrscheinlich rausnehmen. Ne? Ja, dann gucken wir uns... Achso, dann fangen wir hier mal an. Normalerweise sollte hier der Trailer erscheinen für alle, die dich nicht abonniert haben. Und du hast keinen Trailer drin. Du hast im Moment... Als ich habe vorhin geguckt, da hattest du von Rayman Legends ein Video drin und du hast auch geschrieben, dass du keinen Trailer da rein haben möchtest, weil du das blöd findest, wenn da immer wieder dasselbe angezeigt wird und du hast lieber wechselnd irgendwelche Videos drin. Immer dasselbe ist natürlich auch immer eine relative Sache, denn das bekommen ja auch nur Nicht-Abonnenten zu sehen, diesen Trailer, und für die ist es dann vielleicht ja neu, ne? Ich weiß es nicht. Natürlich ist es mit dem Trailer immer durchaus Geschmackssache. Wenn man das nicht möchte, dann finde ich das okay. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung, dass du da ein Video verlinkt hast. Dann gucken wir die Startseite mal an. Da hast du hier deine aktuellen Projekte, die momentan laufen. Dann hast du Specials und abgeschlossene Projekte. Deine neuesten Videos sind da. Sie sind halt unten. Bei allen anderen sind sie oben. Bei dir sind sie unten. Ich musste sie erst suchen. Aber sie sind vorhanden und das finde ich auch okay so. Jetzt gucken wir mal noch in das Über uns hinein und da schreibst du, Hallo Besucher, hier gibt es Let's Plays, yay! Leider kann ich nicht versprechen, eine bestimmte Anzahl an Uploads zu bringen, aber ich glaube, ich liefere genug, dass jeder glücklich wird. Im Durchschnitt ist täglich ein Video drin, mal mehr, mal weniger. RIP Uploadplan. Vom 11.02.2013 bis zum 9.09.2013. Dieser Kanal wird von mir, Pesti, verwaltet und ist offizieller Bestandteil der Seite nurkram.de. Meine aktuellen Projekte und alles drumherum findet ihr unter nurkram.de. Von dort aus könnt ihr auch mit mir über die Grenzen von YouTube hinweg in Kontakt treten. Außerdem könnt ihr euch dort auch die Videos meines Partnerkanals Balzir Jebels angucken. Ja, sagt ein bisschen was aus, das über uns. Ich persönlich mag das immer sehr, sehr gern, wenn irgendwie noch so, ja, einfach was Persönliches drin steht, wo man zwischen den Zeilen vielleicht auch ein bisschen rauslesen kann, was für eine Art Mensch steckt dahinter und was für Spiele mag dieser Mensch eigentlich gerne. Das fehlt mir jetzt hier ein bisschen bei dir, also diese, ja, einfach ein bisschen persönliche Note, ja, einfach, dass du schreibst, Mensch, und ich mag Minecraft und ich mag dies und jenes oder keine Ahnung, ja, irgendwas in die Richtung. Ich persönlich fände sowas noch ganz nett, wenn du das reinschreiben würdest, natürlich auch immer. Das ist ja wie alles, ne? Es ist einfach eine Geschmackssache. Ich rede hier nur von meiner persönlichen Meinung. Und ansonsten ist das auf alle Fälle in Ordnung und schon okay. Du bekommst jetzt hier für den ersten Blick 4,5 von 6 Punkten. Dann gehen wir mal auf die Startseite zurück und schauen uns jetzt deine Thumbnails an.
ich stehe so auf Lila, ja? Und muss dieses Thumbnail einmal zeigen? ja, hier hast du, du hast auf alle Fälle Thumbnails überall drauf. Du hast auch, wenn es keine Folge ist, einer Serie, dann steht sowas so wie hier, wie Ankündigung. Oder hier steht zum Beispiel auch, so weit du kommst mit Murphy bei dem Rayman Legends. Und ansonsten hast du halt deine Thumbnails mit der Partnummer einfach. Ja, das finde ich auf alle Fälle in Ordnung. Sie sind übersichtlich, man findet die Partnummern, man sieht, um welches Spiel es geht. Und das finde ich schon wirklich, ja, das ist einfach okay so, das passt. Dann gucken wir natürlich mal noch, ne, wie aktuell sind die Playlisten. Und dann haben wir hier, du bist hier bei dem Hexed Minecraft bei Part 17, bei Ticket Light bei 43. Bei Flashback bist du bei Teil 5. Und ja, das gehört zu, das Raymond gehört zu diesen Sonderdingern. Die haben ja keine Folgenummer dann. Also merken wir uns 17, 43 und 5. Und dann gucken wir in deine Playlists hinein. Es dauert wieder etwas mit dem Laden. Hier bist du bei Part 17, wie gesagt. Da hast du 18 Teile drin. Dann bist du bei, oh, da bist du bei Part 43, da hast du 43 Teile drin. Und dann, Fallout 9, das passt auf alle Fälle auch. Also du hast hier, ach, Flashback fehlt noch, Fallout 9 passt auch, ne? Weil ich gucke ja immer vorher schon und suche mir das dann hinterher nochmal raus. Aber Flashback passt auch, also das waren 5 Teile, man muss das immer so etwas suchen. Ich bin da so eine kleine Blindpese vor dem Herrn. Ja, das glaubt ja kein Mensch. Wo ist denn hier das Flashback? Ich finde es gar nicht. Da. Ja, ne? Ja, sag ich ja, wenn man blind ist. Ich hatte es vorher auf alle Fälle gefunden. Es sind 5 Videos einsortiert. Das heißt, du hast auf alle Fälle deine Playlisten aktuell. Jetzt gucken wir mal deine Playlist-Beschreibungen durch. Und da mache ich ja immer so die ersten ein bisschen auf. Egal, ob das jetzt aktuelle Projekte sind oder nicht. Ich habe jetzt hier mal ein paar mehr aufgemacht, ne? Bei den Favoriten hast du jetzt nicht, da hast du auch, das sind halt deine eigenen Favoriten. Ich glaube, da braucht man auch nicht unbedingt eine Beschreibung. Das ist so eine Playlist, die macht man dann für sich selber vielleicht fertig. Ne? Dann hast du hier vom Flashback, da steht auf alle Fälle eine Beschreibung drin. Dann hast du von The Dropper, handgefertigte Minecraft-Welt und so weiter und so fort. Also auch da ist eine Beschreibung drin. Bei Fallout 3 ist auch eine Beschreibung drin. Bei deinen Specials steht auch drin, dass das halt zu keinem speziellen Projekt gehört. Also steht auf alle Fälle was drin. Für den Adventure-Mode von Minecraft ist auch eine Beschreibung drin. Und auch bei deinem Hexed ist eine Beschreibung vorhanden. Also, sehr, sehr schön. Du hast überall deine Videobeschreibung drin. Das finde ich gut. Ich gucke dann ja auch immer nach der Interaktion mit deinen Zuschauern. Und da ist mir jetzt echt absolut nichts negativ aufgefallen. Du schreibst deinen Zuschauern zurück. Es ist sehr, sehr nett einfach. Du nimmst dir da auch die Zeit, da ausführlich zu antworten. Und das finde ich schon wirklich sehr toll. Behalte es unbedingt bei. Das finde ich gut. Das, was mir hier jetzt auf dem Kanal auffällt, ist, man sieht es hier schon bei letzter Aktivität, du hast deine positiven Bewertungen offen. Und ich mache das bei den Videos auch nochmal auf. Da müssten die auch auftauchen. Und auch hier sieht man, die positiven Bewertungen sind offen. Das heißt, ich kann jetzt genau gucken, was hast du denn so angeschaut und positiv bewertet? Ich habe das jetzt schon das ein oder andere Mal gesagt. Ich sage es auch immer wieder gerne. Überlegt euch das gut, ob ihr diese positiven Bewertungen da drinne haben möchtet
öffentlich für jeden sichtbar drinne haben möchtet. Prinzipiell ist es natürlich gehuppt wie geduppt, ob du das anonym hast oder nicht oder öffentlich oder keine Ahnung, ja, weil das ist ja, da muss ja jedermann selber wissen, wie er das macht. Es gibt nur bei YouTube tatsächlich einige Leute, die machen davon abhängig, ob sie dich gut oder doof finden. Ich weiß, dass das total gaga ist, aber sowas gibt's einfach und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man seine positiven Bewertungen öffentlich hat. Ich persönlich würde sie lieber anonym schalten, damit sie einfach nicht mehr auftauchen. Ansonsten gibt es hier im zweiten Blick nichts zu meckern, nichts zu mosern. Alles passt wunderbar. Deswegen bekommst du hier jetzt auch 5 von 6 Punkten. Ja, dann kommen wir mal zum Herzstück deines Kanals, zu deinen Videos. Erstmal muss ich sagen, ich finde die Idee sehr, sehr nett. Du hast zum Anfang eines jeden Videos wird dein Thumbnail angezeigt, wie so ein kleines Intro eigentlich. Und ich habe so geschmunzelt, als ich das gesehen habe, weil das hatte ich auch schon überlegt, ob das eine Idee ist. Ich zeige das jetzt hier einfach auch mal, weil ich das echt sehr, sehr schön finde. Das könnte man sich doch eigentlich mal noch glatt angucken hier. Das machen wir jetzt auch. Oh, ein Komet. Da, ich hab's gehört. Hier muss er irgendwo sein. So, also da sieht man, dass du blendest es ein und dann hast du einfach eine Überblende. Das finde ich einfach sehr, sehr nett. Es fehlt die Begrüßung in deinen Videos oft, aber tatsächlich relativiert sich das, weil dieses Thumbnail den Anfang der Folge irgendwie einläutet und trotzdem irgendwie willkommen heißt. Und du hast es auch am Ende eines jeden Videos sehr nett gelöst, denn auch die Verabschiedung fehlt bei deinen Videos oft. Ich mache jetzt hier einfach mal so ein Ende an. Ich hoffe, das reicht ungefähr. Und zeige euch mal, wie der liebe Pesti von Nurkram das gelöst hat. Können wir ja so irgendwie einen Enderman auf den Plan rufen. Das kann ja gar nicht wahr sein hier. So. Verstehe ich nicht, warum treffen wir denn keine Enderman? Ja, und so wird also das Video von Nurkram dann... Ein Komet! So wird das Video von Nurkram dann beendet. Und ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das eine sehr nette Idee finde. Das heißt, es fehlt bei dir oft die Begrüßung. Du wirst Aufnahmesessions machen, die länger dauern und dann die Videos dementsprechend schneiden. Und es fehlt demzufolge auch die Verabschiedung. Und ich finde das nicht schlimm, wenn man das so löst. Ich habe das bei anderen Let's Playern auch schon mit einer anderen Lösung gefunden. Also die blenden dann da vielleicht ein bisschen so Musik ein und Musik aus, ja, dass das Ganze irgendwie ein rundes Bild ergibt. Und das hast du gut gelöst. Das finde ich ist eine sehr schöne Idee. Also für alle, die am Stück viel aufnehmen und die keinen Bock haben, da ewig zu begrüßen und zu verabschieden und jedes Mal zu gucken und zu machen. Das ist eine Idee, das so umzusetzen, finde ich sehr, sehr gut. So, das erstmal ist mir als Besonderheit aufgefallen. Dann kommen wir mal so zu den üblichen Verdächtigen Bild- und Tonqualität. Gefällt mir beides bei dir gut. Du bist bei 1080p. Bei deiner Videoqualität, deine Tonqualität ist einwandfrei, da rauscht nicht, da knistert nichts. In-Game-Sound und Commentary ist gut zu verstehen. Du kommentierst motiviert und flüssig und du redest auch viel mit den Zuschauern, ist mir aufgefallen in deinen Videos. Also du beziehst die einfach sehr viel mit ein und das finde ich echt richtig, richtig toll. Und ja, also das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr nett bei deinen Videos. Du hast ja auch unterschiedliche Sachen. Ich meine, du hast schon sehr viel Minecraft bei dir drauf, weil du das anscheinend einfach wirklich sehr, sehr gerne spielst und das in allen Variationen. Aber ich habe da eine Perle bei dir entdeckt, wenn man es so nennen will. Du hast ein Let's Play angefangen, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich muss mal gucken, von wann ist denn das Video? Das ist von August. Und zwar spielst du hier Ride to Hell, was ja nun nicht unbedingt die besten Bewertungen ever gekriegt hat.
aber du hast dann halt einen Spaß dran gehabt. Du musstest das Let's Play dann leider irgendwie abbrechen, weil es technische Probleme gab. Die konntest du mittlerweile beheben, hast du mir geschrieben. Und du greifst das Spiel jetzt wieder auf und wirst es weiter Let's Playen. Und ich zeig euch jetzt einfach auch mal einen Ausschnitt aus diesem Spiel, damit ihr euch ein Bild machen könnt. Und ich wünsche euch jetzt mal viel Spaß. Oh, jetzt wird's krass. Okay, pack die Knarren aus. 2,5 Minuten. Wofür? Wofür habe ich 2,5 Minuten? Oh! Das Motorrad hat das explodiert. Sehr schön. Okay, aber wofür habe ich die Zeit? Hey! Okay, wunderbar. Ich habe eben erst A gedrückt, aber das ist kein Problem. Wenn ich in der Zeit die richtige Taste drücke, dann reicht es anscheinend. Also es ist völlig egal, ob ich eine falsche... Wo kam der denn jetzt her? Völlig egal, ob ich eine falsche Taste drücke. So, friss. Ich will mal so eine Explosion sehen. Oh Mann. Aber klar, wenn es nicht explodiert, dann ist ja lahm. Sprung, 18 Fuß. Eine Fresse. Wie viel... Oh, huch. Ah, okay. Wunderbar. Man fällt heute nicht mehr von Motorrädern runter. Man teleportiert sich einfach wieder an den Straßengraben. Ist alles okay. Ja, yeah, Mann. Ich habe anscheinend irgendeine Sammelkarte freigespielt oder sowas. Ja, yeah, Mann. Ey, das war aber ein anderer Sound. Ja, der Bagger bewegt sich, alles klar. Na gut, egal. Ich denke mal, die Zeit gilt jetzt dafür, die wir noch haben, um die Typen hier fertig zu machen, ne? Oder wie? Ey, geh Vollgas, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Da kommt immer mehr. Oder wofür steht denn die Zeit jetzt? Das hat mir gar keiner gesagt. Was ist jetzt los? Ey, hallo. Na Gott! Scheiße, das ist mir auch noch nicht passiert. Das Spiel ist abgestürzt. Großartig. Tja, was machen wir jetzt? Ach Gott. Ich werde es mal nochmal versuchen und wir steigen ungefähr bei der Mission wieder ein. Aber ob das funktioniert, kann ich nicht versprechen. Also, ich finde, man sieht hier, also man hört es einfach auch so sehr, dass du da echt viel Spaß hast und dass dir das einfach gefällt. Und ja, auch so, also ich nenne es mal vorsichtig, Trash-Spiele, die echt schlechte Bewertungen gekriegt haben, können einen Heidenspaß machen, wenn man das Ganze echt mit dem Augenzwinkern betrachtet. Ich kenne das von mir auch. Also es gibt Spiele, da kann man echt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil die so schlecht sind, dass man die unbedingt trotzdem spielen muss. Und ich glaube, genau zu diesen Spielen gehört dieses Ride to Hell. Ja, das ist einfach was sehr, sehr Nettes. Jetzt möchte ich noch kurz auf deine Videobeschreibung zu sprechen kommen. Die finde ich tatsächlich sehr gut. Also du hast hier überall Videobeschreibungen, die passend zum Part sind. Dann hast du oft auch Links zu dem, wo es dann irgendwelche Mods gibt oder wo es die Spiele gibt oder bei Ride to Hell sind die Bewertungen des Spiels verlinkt und so weiter und so fort. Das finde ich schon echt, ja, das passt auf jeden Fall für mich. Das, was ich in deinen Videobeschreibungen selten bis gar nicht gefunden habe, ist der Link zu deinem Kanal und der Link zur entsprechenden Playlist. Das würde ich vielleicht noch machen, weil wenn du über die YouTube-Suche gefunden wirst oder irgendwie sowas in die Richtung, dann haben die Leute das einfach auf einen Blick, dann finden die deine Playlist und ja, da ist das einfach alles nochmal so, ja, auf einen Blick drin. Also das fände ich noch ganz schön, wenn du das reinbringen würdest. Du bekommst jetzt hier für deine Videos auch 5 von 6 Punkten. Dann schaue ich ja immer die magischen Bonuspunkte und ich bin bei dir fündig geworden und möchte das natürlich gerne teilen. Wir gehen jetzt hier erstmal auf deinen Blog, denn du hast natürlich eine Internetseite, ne, wie im Banner schon vermerkt. Und da gucken wir jetzt auch drauf auf die Nur-Kram-Seite. Wundert euch nicht, dass der Spaß bei mir lange lädt. Ich lade mal wieder hoch. Ja, da haben wir dann einfach... Du hast hier... Da sind die beiden Kanäle verlinkt, ja, die zu Nur-Kram gehören, dann bloggst du hier fleißig alles Mögliche, ja,
von dem, was du so spielst und was du so machst und was so passiert ist und ach, keine Ahnung, alles Mögliche. Das finde ich einfach sehr nett. Ich finde die Seite von der Aufmachung tatsächlich auch sehr schön. Und du hast hier auch dann nochmal extra deine geplanten Projekte, also deine Projekte eigentlich verlinkt. Und zukünftige Projekte und Pläne heißt das. Wie gesagt, wundert euch nicht, dass es so lange lädt. Da sieht man einfach, was momentan läuft. Fallout 3, Flashback, HD, Remake, Hexed, Minecraft Adventure Mode und Tekkit Light. Dann pausiert ist Fable 3. Abgeschlossene Projekte hast du dann hier auch noch drin. Und was für Projekte du geplant hast, hast du auch drin stehen. Also ich möchte dir jetzt hier auch tatsächlich... Ach so, Twitter hast du auch noch, siehst du, das zeige ich auch noch gleich. Einfach, weil ich's kann. Auch bei Twitter sieht man, hast du, also sieht man jetzt noch nicht, aber ich habe ja vorher schon geguckt, du hast den Hintergrund auf alle Fälle angepasst. So, jetzt sieht man es auch. Und ja, das ist in Ordnung. Du postest hier auch nicht nur, also es sind nicht nur diese automatischen Posts von deinen Videos da, sondern du postest auch so hin und wieder, wenn dann irgendwas ist. Deswegen kann ich dir hier jetzt ganz ruhigen Gewissens auch noch ein Bonuspünktchen geben. Und dann würde ich sagen, ich packe wie immer den Kanal-Link unten rein. Wer Lust hat, sich da das ein oder andere Minecraft anzugucken, und er macht das wirklich sehr, sehr nett, ist hier auf alle Fälle gut aufgehoben. Hier gibt es so viele unterschiedliche Minecraft-Versionen. Und natürlich nicht zu vergessen Ride to Hell, ja, was auch echt wirklich ein sehr lustiges Spiel zu werden scheint, wird auch fortgesetzt werden. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken. Es gibt immer mal was anderes zu entdecken. Und ich wünsche euch jetzt allen einfach noch einen tollen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.